Unser Land wird stärker, indem wir alle seine Bewohnerinnen und Bewohner stärken. Entsprechend gut geht es uns. Faire Gesellschaften sind wettbewerbsfähige Gesellschaften. Wir sind das Land der Stabilität, aber wir sind auch auf ein möglichst stabiles internationales Umfeld angewiesen. Wir haben immer wieder bewiesen, dass das, was uns verbindet, stärker ist als das, was uns trennt. Kompromisse brauchen Mut, gerade in unruhigen Zeiten. Gerade in einer Welt, in der ein Klima der gehässigen Polarisierung in vielen Ländern das Gemeinwohl und die gemeinsame Identität bedroht. Der Erfolg der Schweiz ist der Erfolg aller Menschen in diesem Land. Der Erfolg der Schweiz ist unteilbar. Und muss man auch nie vergessen, Abstand halten, Hygiene der Hände, keine Hände schütteln oder so. Das sind Maßnahmen, die noch für eine gewisse Zeit bleiben werden. Wir wissen, wie wichtig es ist, aufeinander zuzugehen und Kompromisse zu schließen. Das braucht oft mehr Mut, als stur auf der eigenen Sicht zu beharren.
in andere Regionen und Milieus, die uns vielleicht manchmal rätselhaft erscheinen, aber mit denen wir eben doch sehr vieles teilen. Manchmal hilft der Bundesrat mit, dass sich eine allzu innovative Vision nicht durchsetzt. Wir genießen in der Schweiz ein seltenes Privileg. Wir müssen uns füreinander interessieren. Wir müssen uns in andere hineindenken und ihre Sicht der Dinge verstehen. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, 1848 hat sich die Schweiz eine Verfassung gegeben und ist in die politische Moderne aufgebrochen. Ein Basler kann mit einem Walliser wohl ebenso gut zusammenarbeiten wie mit einem Walliser. Familie miteinander zu vereinbaren, gelingt immer besser, auch wenn es hier noch viel zu tun gibt. Die Schweiz ist kein Land des politischen Maximalismus. Niemand kann die Schweiz nach seinen eigenen Vorstellungen gestalten. Es gibt keinen Grund, die Faust im Sack zu machen, denn wir alle können mitbestimmen, wie wir leben wollen. Und das ist ein großes Privileg. Das ist der Kern unseres Erfolges. Wir nehmen alle mit. Kompromissfähigkeit geht das nicht.
Wir sind weder Maximalisten noch Minimalisten. Wir sind Realistinnen und Realisten. Die Schweiz war immer dann am stärksten, wenn sie Herausforderungen aktiv angenommen hat. Und gerade in einer bewegten Zeit gilt es, in Bewegung zu bleiben. Unsere Wirtschaft brummt, wir sind hochinnovativ, Tausende engagieren sich freiwillig für die Gesellschaft. Unserem Land geht es gut und es geht uns gut in unserem Land. Die Schweiz ist aber auch kein Land des politischen Minimalismus. Wir wissen, dass unser Engagement für den nationalen Zusammenhalt und für eine faire Gesellschaft nie zu Ende ist. Meine Damen und Herren, unser politisches System verlangt, dass wir alle über unseren eigenen Tellerrand blicken. Gerade in multinationalen Unternehmen sind Schweizer Kerntugenden wie das Verständnis für die Eigenarten anderen Kulturen von unschätzbarem Vorteil. Wer die Minderheiten stärkt, stärkt auch die Schweiz. Der Warenhandel zwischen der Schweiz und der EU beträgt 1 Milliarde Franken pro Arbeitstag. Musik
meine Damen und Herren, wir können weitgehend selber bestimmen, ob unsere Kinder ein ebenso gutes Leben haben werden wie wir. Oder vielleicht sogar ein noch besseres. Seit die Mathematiker über die Relativitätstheorie hergefallen sind, verstehe ich sie auch nicht mehr. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen 1. August. Ich denke, dass es weltweit einen Markt für vielleicht 5 Computer gibt. Die Wirtschaft ist stark, die Arbeitslosigkeit tief. Und manchmal muss man einfach lange genug warten, dann erweisen sich Fehlprognosen doch noch als wahr. Das Telefon hat zu viele Schwächen, als dass man es ernsthaft für die Kommunikation in Erwägung ziehen kann. Unsere Geschichte, meine Damen und Herren, ist geprägt vom Mut, aufeinander zuzugehen. Die Schweizer sind kein Blöffer, sondern haben einen gut entwickelten Sinn für echten Mehrwert. Bestimmen wir also unsere gemeinsame Zukunft.
Ich wünsche Ihnen Glück, Gesundheit und von Herzen alles Gute.